Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. In der letzten Folge haben wir ein Lager gebaut. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Heute bauen wir was anderes. Und zwar bauen wir heute die XP-Farm mit den Höhlenspinnen, die wir gefunden haben. Das hier ist alles, was wir dafür brauchen, theoretisch. Mehr brauchen wir nicht. Und dann hier noch ein paar Sachen, die wir halt zum Bauen immer ganz praktisch sind, haben, tun wollen, Sachen und so. ja, und jetzt bauen wir auf jeden Fall diese Farm. Und dafür gehen wir erstmal nach unten. Wir haben ja nämlich, als wir ein bisschen erforscht haben, tatsächlich zwei davon übereinander gefunden. Und daraus bauen wir jetzt eine XP-Farm. Und die Kiste ist leer, okay. Jetzt muss ich das Ganze nur erstmal wiederfinden. Und die XP-Farm ist ziemlich einfach. Und ihr seht schon, wir brauchen halt echt nicht mal viel dafür. Also theoretisch brauchen wir halt nicht mehr die Kisten, weil wenn man die Items nicht haben möchte. Aber ich werde sie jetzt mal auffangen, denke ich. So, und hier haben wir den ganzen Spaß schon mal. So, hier ist der erste. War der andere da über? Ich glaube, der war da über. Genau, da ist der. Das bedeutet, wir brauchen erstmal eine Axt, die ich natürlich vergessen habe. Super, ne? So, dann machen wir uns hier erstmal eine Workbench auf jeden Fall und dann eine Axt. Braucht man theoretisch nicht unbedingt, aber wir müssen hier die ganzen Blöcke jetzt erstmal wegmachen. Und ne, deswegen, weil wir hier auch Holz haben, wäre halt eine Axt schon besser. So. Und das Ganze wird relativ einfach tatsächlich. Und wir, na okay, wir brauchen aber super viel XP halt, weil wir wollen ja demnächst mal unsere Diamantrüstung verzaubern, denn ich laufe ja immer noch mit der gammeligen Eisenrüstung hier rum. Das ist natürlich nicht gut. So, also besser als gar nichts, klar, ne? Aber nicht gut halt. So. Und deswegen brauchen wir XP. So. Und jetzt haben wir eine Axt und können hier erstmal die Sachen so ein bisschen wegbauen. So. Und zwar werden wir das Ganze folgendermaßen machen. Und zwar gehen wir von jedem Spawner aus drei Blöcke in jede Richtung. Das bedeutet, hier jetzt einen haben wir schon. Zwei, drei Blöcke in diese Richtung. Und das Ganze hier auch nochmal. Das ist eins, zwei, drei Blöcke. So, und dann machen wir hier zum Beispiel, dafür sind jetzt diese anderen Blöcke gedacht, hier einfach eine Wand hin. Denn von hier 1, 2, 3, wobei wir von hier jetzt, also wir gehen jetzt vom oberen aus, das bedeutet, hier haben wir jetzt einen Block, zwei Blöcke, drei Blöcke. Dann machen wir hier wieder eine Wand hin. So. Denn hier können wir das Ganze schon mal aushöhlen. Zack, 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 zack. Und dann haben wir nämlich erstmal so diese, dieses Feld quasi, wo die Spinnen dann spawnen können. So. Bedeutet, hier machen wir dann auch wieder Mauer, Mauer, Mauer. Und hier auch. Zack, zack, zack. Dann machen wir hier Holz weg. Und da hinten müssen wir, glaube ich, das Holz gar nicht wegmachen. Ne, müssen wir nicht. Das ist genau auf der Höhe von der Mauer. Perfekt. Dann hier nochmal ein bisschen abbauen. So, zack, zack, zack. Und die Farm ist halt, wie gesagt, super einfach. Also, ihr werdet euch wundern, wie einfach so eine Farm tatsächlich ist. Man könnte die bestimmt auch anders bauen, wie gesagt. Aber ich baue sie jetzt mal so, wie ich sie kenne quasi. Und die ist halt super einfach. Und das lohnt sich auf jeden Fall, sowas zu bauen. Und ich bin mal gespannt, ich werde auch am Ende noch einen kleinen Test machen. Da werde ich hier 10 Minuten quasi warten, dann gucken wir mal, wie viele Erfahrungspunkte wir kriegen. Einfach damit ihr mal so eine Idee habt und ich halt auch, wie viel man da so rausbekommt. Denn ich habe tatsächlich, ich baue fast nie eine XP-Farm mit Höhlenspinnen tatsächlich. Weil ich meistens halt andere Sachen finde und Höhlenspinnen sind einfach nur super nervig. So, und ich hoffe, jetzt spawnen nichts. Auch ein kleiner Tipp, bevor ihr halt anfangt zu bauen, am besten einmal um die ganzen Spawner rum Fackeln stellen, damit hier keine Viecher spawnen, so wie da oben. Und dann müssen wir halt drumherum auch nochmal hier ein bisschen auslichten. Wie nennt man hier? Beleuchten halt, ausleuchten. So. Damit halt drumherum auch nichts spawnen kann. So. Ich glaube nämlich, eigentlich ist der Radius ein bisschen größer, wo halt Viecher spawnen könnten, als diese drei Blöcke, die wir jetzt gebaut haben. Und dementsprechend würden halt sonst drumherum auch noch Viecher spawnen. Zum Beispiel wie hier oben. Die werden wir jetzt mal schnell killen gehen. Zack. So, und dann leuchten wir hier mal ein bisschen aus. Aber wenn es ausgeleuchtet ist, wie gesagt, können die hier nicht spawnen. Und das wollen wir ja möglichst vermeiden. Wir wollen ja, dass sie halt auf jeden Fall da spawnen, wo wir sie halt dann auch in die Farm bekommen, so mehr oder weniger. So, und da spawnen jetzt welche, weil es so dunkel ist, auch nicht schlecht. Oder eigentlich schon schlecht. Das müssen wir ja nochmal ändern auf jeden Fall. So, und hier baue ich mich jetzt mal rüber. Zack, zack, zack. Denn wir wollen auch hier in die Höhe drei Blöcke gehen. Das bedeutet, wir sind jetzt hier vom Spawner aus zwei Blöcke nach oben. So, ich springe mal hier rauf. Aber wir wollen drei Blöcke, das bedeutet, ich muss jetzt hier noch ein bisschen mehr abbauen. Dann hier halt auch bis zur Wand gehen. Und ihr seht schon, hier spawnen die ganze Zeit Viecher. Das müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal hier ein bisschen ausweichen, damit wir hier weiter in Frieden bauen können. Weil gerade wenn man baut, ist es halt super nervig, wenn die ganze Zeit irgendwelche Spinnen da ankommen und dich vergiften und so weiter. Das wollen wir ja möglichst vermeiden eigentlich. So, dann baue ich das hier nochmal ab. Ich weiß gar nicht, schaffe ich es da rüber zu springen? Wahrscheinlich nicht. So wie ich mich kenne, kacke ich ab. Und hier ist sogar noch Labitz. Das können wir eigentlich auf jeden Fall noch nochmal mitnehmen. So viel Labitz haben wir nämlich noch gar nicht. So, zack. Okay, war auch nicht so viel. Okay, Spinne. Aber ja klar, dass sie jetzt hier wieder Stress will. So, wir leuchten hier nochmal ein bisschen aus. Während ich hier festhänge und die Spinne greift mich an. Oh, die Spinne greift mich weiter an. Oh, ich will hier eigentlich noch nicht sterben. Wenn es irgendwie zu vermeiden ist. Ja, hier, komm mal her. Oh, ich krieg sie nicht. Und ich sollte mal was essen. Ja, ist auf jeden Fall sehr spaßig. Wir brauchen auf jeden Fall mal eine bessere Rüstung.
So, hier leuchte ich auch nochmal aus, damit hier auch nichts spawnen kann. So, den hier weg. Und dann platziere ich hier oben drauf nochmal ein paar Fackeln. Vielleicht hilft das ja. Killen wir die nochmal. Platzieren hier wieder Blöcke. So, haben wir schnell was essen. Man verliert so schnell Essen tatsächlich, wenn man Schaden bekommt. Das ist krass. So, dann machen wir hier nochmal alles dicht. Wobei wir hier erstmal vielleicht ausleuchten sollten. Drumherum einmal so ein bisschen. Die Spinne kommt schon wieder her und will Streit. Was für eine Range die auch haben, ne? Das ist krass. Also vielleicht liegt es auch an meinem Shader, weil ich lagge dann immer so ein bisschen, aber es kommt mir ja ein bisschen vor, als würden die cheaten hier, die Viecher. So, das bauen wir zu. Dann hätten wir das soweit, glaube ich, fertig. Jetzt müssen wir da oben nur noch ein bisschen was aus. Aber ich leuchte hier erstmal was aus, auf jeden Fall. Nicht, dass hier noch mehr Viecher spawnen. So, dann müssen wir jetzt hier oben halt noch ein paar Blöcke weghauen. Das wird dann relativ easy und ich würde sagen, das schneide ich mal kurz raus. Also ich habe das Ganze jetzt weit fertig ausgehöhlt und ihr seht schon, auf den oberen habe ich einmal Glas gestellt. Das sorgt nämlich dafür, dass halt auf dem Spawner drauf keine Spinnen spawnen. Und das wäre natürlich blöd, weil die würden dann ja da oben feststecken quasi und würden nicht mit, oder nicht freiwillig runterspringen und halt nicht mit in die Falle kommen. Und das gleiche werden wir hier auch gleich nochmal machen, bis ganz nach oben. Und jetzt habe ich hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke freigelassen. Hier werden wir später Wasser hinstellen, das bedeutet, hier kommt dann Wasser hin. Und das wird dafür sorgen, wenn halt Spinnen spawnen, dann werden sie hier hingetrieben. Und hier habe ich dann nochmal Wasser. Ich kann euch mal schnell zeigen, wo ich das hingeplaced habe. Und zwar hier in die Ecken jeweils. Ich habe dann einmal hier in diese Ecke und einmal hier in diese Ecke Wasser geplaced. Und das sorgt eben dafür, wenn die Spinnen hier ankommen, dass sie dann, egal wo sie landen, dann im Endeffekt nach hier getrieben werden. Und hier habe ich dann jetzt erstmal eine Reihe von Falltüren gebaut. Von Trapdoors. Nein, auch nicht Trapdoors. Von Pressure Plates, ja, von Druckplatten. Jetzt haben wir es mal. Und hier werden wir jetzt weiterbauen und hier kommt dann die eigentliche Falle quasi, wo wir sie dann töten werden. So, muss ich dann hier nochmal ein bisschen Platz machen. So. Und zwar wird dann da quasi wieder Wasser hinkommen. So, wenn ich das hier alles weg habe, zack. So, hier wird dann wieder Wasser hinkommen. Und das Wasser wird dann insgesamt bis hierhin fließen. Und hier werden wir dann im Endeffekt die Stelle quasi bauen, wo wir sie dann töten werden. Wir bauen hier nochmal ein paar Blöcke ab. So. Und leuchte hier nochmal ein bisschen aus, denke ich. Kann auch nicht schaden. So. Also wir werden dann hier zwei Blöcke Wasser haben und bis hierhin werden sie dann getrieben quasi. Das bedeutet, hier werden wir jetzt den Kill Chamber machen oder sowas. Und ihr seht schon, hier sind wir auch schon beim Bedrock angekommen. Das ist ein sehr tiefer Minenschacht hier tatsächlich. So, und zwar werden wir hier einmal Doppelkissen platzieren. Das müsst ihr allerdings nicht, nur wenn ihr halt die Items haben möchtet. Und dagegen platzieren wir jetzt Trichter mit Shift und Rechtsklick, so in etwa. Und da oben drauf platzieren wir jetzt Halbsteine. Und was wir jetzt als nächstes noch machen, weil ich hätte das eigentlich noch weiter runter machen können. Kann ich das weiter runter bauen? Ich muss mal kurz hier nachgucken. Das müsste funktionieren. Also ich glaube, ich habe Glück, dass der Bedrock da nicht steht. Ja, tatsächlich. Okay, das ist gut. So, wir machen das mal ein bisschen anders. Und zwar machen wir hier unten die Blöcke weg. Und machen dann hier die ganzen Kisten hin. So. Und platzieren dann oben drauf die Kisten. Das bedeutet, der Trichter zeigt jetzt so in die Kiste. Und was wir jetzt machen, ist hier nochmal eine Reihe Blöcke hin. Und zwar nehme ich jetzt mal, ich nehme mal was Smoothstone. So, zack. Und jetzt, normalerweise ist es so, dass Höhlenspinnen nämlich durch halbe Blöcke durchkommen. Das bedeutet, das hier ist ja nur ein halber Block frei quasi und da kommt die immer noch durch. Und wie wir das verhindern, ist halt, dass wir da Falltüren hinmachen. Jetzt ist es nämlich weniger als einen halben Block hoch quasi und das bedeutet, sie kommen dann nicht mehr durch. Und ja, das ist eben das, was wir haben wollen. Und jetzt wird es nämlich so sein, dass sie hier angespült werden und wir können sie halt die ganze Zeit töten. So, und jetzt müssen wir da hinten nochmal hinkommen irgendwie. Ich baue mir da mal eben einen Weg hin. Dann können wir da nämlich jetzt alles soweit fertig machen und dann können wir mal die Farm testen tatsächlich. So, wo bin ich jetzt gelandet? Ja, okay, das ist schon richtig. So, ich nehme mal hier kurz die Blöcke noch. Oh scheiße, jetzt habe ich das Wasser weggemacht. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen dumm. Jetzt müssen wir erstmal Wasser suchen gehen. Mal gucken, ob ich hier irgendwo Wasser finde. Oh shit. So, ich habe zum Glück noch ein Wassereimer gefunden. An der Stelle ein Pro-Tipp, den ich vielleicht auch mal hätte benutzen sollen. Und zwar, wenn ihr irgendwo mit Wasser baut und nicht so viel Wasser habt, dann solltet ihr euch zuerst einmal eine unendliche Quelle irgendwo hinsetzen. Zum Beispiel hier. Weil das sorgt nämlich dafür, dass ihr halt immer unendlich Wasser habt. Und falls ihr mal irgendwas verkackt, so wie ich zum Beispiel, habt ihr halt noch Wasser und müsst nicht irgendwie voll lange danach suchen. So, also wir platzieren hier dann erstmal das Wasser. Oh, ich habe schon wieder gemacht. Was ist denn los heute? Das ist ja was. So, also wir platzieren hier dann erstmal Wasser hin. Das bedeutet, hier würden jetzt die Viecher eben reingespült werden. Dann könnte man sie halt ganz einfach töten. Wir müssen das Ganze jetzt allerdings nochmal ein bisschen weiter überdachen. Deshalb wollen wir die insgesamt so haben, dass sie halt nur auf dieser einen blockhohen Ebene halt sein können. Das bedeutet nicht, dass sie halt hin und her springen. Das wäre nämlich ein bisschen unpraktisch. Und das bedeutet, wir platzieren da jetzt erstmal ein paar Blöcke nochmal. Und leuchten dann hier das Ganze noch ein bisschen aus, damit hier halt nichts spawnen kann. So, zack, da komme ich da hinten an. Versuch's mal. Oh, ich kann hier auch einfach eine kleine Leiter bauen, so. Zack, dann hätten wir das schon mal.
Und dann brauchen wir nochmal Glas. Dann jetzt bauen wir nämlich da oben nochmal diesen, diesen Turm rauf mit dem Glas. So, das bedeutet das Ding hier weg. Dann hier bis ganz nach oben einmal Glas. Zack. Damit halt, wie gesagt, nichts auf dem Spawner an sich drauf spawnen kann. Das wäre nämlich blöd. Dann machen wir hier nochmal ein paar Blöcke hin. Hier auch nochmal. Zack, zack, zack. Und dann können wir hier nochmal das Ganze zumachen. Dann lassen wir uns hier einfach so einen kleinen Spalt offen und da werden wir dann auch gleich nochmal eine Tür reinsetzen oder sowas. So. Zack, zack, zack. Und hier können wir dann rausgehen. Und dann machen wir hier nochmal in die Ecken jeweils Wasser. Und schnappen uns dann von hier, komme ich da an. Ja, wundervoll. Zack. So, dann können wir nämlich hier nochmal Wasser hin platzieren. Und, ey, wieso platziere ich denn immer Blöcke? Irgendwie scroll ich immer zu weit. Was ist denn los hier heute? So. Jetzt haben wir das Ganze schon mal soweit fertig. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Fackeln wegmachen. Und dann müssten hier eigentlich schon Viecher spawnen. Wir werden das Ganze mal austesten. So. Und am besten macht ihr das immer mit der Hand und nicht mit der, Spitzhacke. Weil wenn ihr es mit der Spitzhacke macht, habt ihr nämlich immer das, die Gefahr, dass ihr quasi den Spawner kaputt macht. Und jetzt sollte das Ganze schon funktionieren. Ich komme hier nur nicht raus irgendwie. Okay, und werde hier sogar angegriffen. Aber durch das Gift konnte ich mich da hochparken. Auch nicht schlecht. Was man hier eigentlich machen könnte, ist ein kleines Fenster reinzubauen. So, mache ich mal hier vielleicht ums Eck rum. Da können wir dann nämlich immer reingucken. Und ihr seht schon, da spawnen jetzt die ganze Zeit schön die ganzen Höhlenspinnen. Dann gucken wir gleich mal, ob das Ganze auch funktioniert, dass sie da so ankommen. So, dann machen wir hier nochmal einen Weg einfach, der dann hier zur Farm führt. Jetzt habe ich da nur die Fackel kaputt gemacht, so. Also jetzt, wie gesagt, es spawnen halt die ganze Zeit jetzt Viecher und wir haben mal zwei Spawner, also sollten das theoretisch doppelt so viele sein. Und wenn wir jetzt hier hinten hinlaufen, dann haben wir sie hier vorne stehen. Ihr seht schon, die sind halt genau hier, können mich immer noch angreifen, das ist ein bisschen blöd. Aber dann haltet ihr halt ein bisschen Abstand am besten. Aber das Gute ist, die kommen da halt nicht durch. Das bedeutet, ich kann mich jetzt einfach theoretisch hier ganz entspannt hinstellen, draufhauen, bis sie tot sind. So, zack. Dauert natürlich ein bisschen. Man könnte jetzt natürlich auch sein Schwert verzaubern, damit man dieses Nemesis der Gliederfüße hat, damit man mehr Schaden an den Spinnen dann im Endeffekt. Und jetzt können wir hier ganz einfach die XP dann einsammeln. Werden aber dabei angegriffen, das ist echt ein bisschen blöd. Ja, aber ansonsten, die Items werden eingesammelt. Die XP können wir hier farmen. Und ansonsten würde ich sagen, stelle ich mich jetzt hier gleich nochmal AFK für ungefähr 10 Minuten hin und dann gucken wir mal, wie viel wir dann im Endeffekt rausbekommen aus der Farm. Dafür muss ich hier natürlich nur ein bisschen ausleuchten. Und was ich euch dann, das könnte man eigentlich hier oben auch gut machen. Ich mache nämlich immer so einen AFK-Raum dann noch dahin tatsächlich, wo man dann sicher ist und einfach sicher abwarten kann quasi, bis halt die Viecher da sind. Und das machen wir jetzt einfach mal hier hin. So, und zwar leuchten wir dafür hier das Ganze aus, platzieren hier einfach nochmal eine Tür hin. So, zack. Und dann haben wir schon unseren kleinen AFK-Raum. Und hier werde ich jetzt erstmal 10 Minuten AFK stehen. Und dann gucken wir mal, wie viele Zombiespinnen hier angekommen sind und wie viele Höhlenspinnen hier angekommen sind und wie viel Erfahrungspunkte uns das gegeben hat. Also, bis gleich. So, die 10 Minuten sind jetzt vorbei und ich würde mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Also wir sind jetzt Level 26,5 schon mal und das sieht schon mal nach einer ganzen Menge aus. Mal gucken, was wir hier jetzt, oder warte, ich könnte auch nochmal die Items hier rausnehmen. Dann sehen wir nämlich auch, wie viele Items wir dann im Endeffekt bekommen. Das ist, glaube ich, auch ganz cool. So. Jetzt kill ich die mal. Und ich hoffe, dass ich keinen Schaden von denen bekomme. So, also so Nemesis, der Gliederfüßerschwert wäre natürlich schon richtig geil. Würde sich auf jeden Fall lohnen. So, ich glaube, wenn wir halt genug verzaubert haben, dann können wir uns auf jeden Fall nochmal so ein Schwert gönnen. Aber erstmal, wie gesagt, halt auf jeden Fall die Gear-Rüstung. Und vielleicht nochmal ein paar bessere Werkzeuge. So. Ah, es sind schon ziemlich viele und Nemesis, der Gliederfüßer, wird sich auf jeden Fall lohnen, denke ich. Ihr seht ja, wie viele Schläge ich dafür brauche und für Nemesis, der Gliederfüßer, sollte das ja ein bisschen schneller gehen. So, aber viele sind da, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, das sind die letzten. Ne, oh, da ist doch noch eine. Aber ein bisschen schwer zu sehen, wenn die so dunkel sind und es kommen ja auch immer neue. So. Zack. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle sind oder ob da... Oh, das, ich glaube, das sieht so aus, als würden da vorne noch ziemlich viele sein. Also wir haben auf jeden Fall schon mal ein Level bekommen und oh, über ein Stack Strings hier drin. Hier auch. Oh, okay, man kriegt auf jeden Fall einen ganzen... Okay, ich habe auch Looting 3 auf dem Schwert, sollte man vielleicht dazu sagen. Aber trotzdem, das sind schon sehr, sehr viele Items. So, und ich denke, die meisten sollten es jetzt gewesen sein. Also ich habe jetzt hier in einem... in 10 Minuten AFK ungefähr ein Level bekommen. Oder ne, okay, zwei Level vielmehr. Aber es ist halt schwierig, zu den XP zu kommen, wenn die Viecher einen halt die ganze Zeit angreifen. So, oder da scheint ja noch ziemlich viel zu sein. Ich bleib jetzt mal hier stehen und sammle mal die XP hier ein. Und okay, Level 30 schon mal, das ist nicht schlecht. Level 30, krass, wir haben 3,5 Level bekommen und halt, einen ganzen Haufen Stacks von den Items. Ich sehe schon, komm, irgendwann braucht man die eh nicht mehr. Aber das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Farm tatsächlich und die ist besser, als ich erwartet hätte. Ich meine, nur 10 Minuten 3 Level, das ist für so eine Farm schon gar nicht so schlecht. Gibt natürlich viel bessere XP, klar, ne, aber
Jetzt so für den Anfang. Es ist schon eine ganz nette Farm. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt schon mal wieder nach oben. Wir können jetzt nämlich ja auf Level 30 schon mal eine Sache verzaubern. Und ich denke, wir gucken mal, ob wir vielleicht uns ein Dia-Schwert mit Nemesis der Gliederfüßer machen können. Das wäre natürlich auf jeden Fall richtig cool. Oder gibt es irgendwas Wichtiges, das wir noch verzaubern müssen? Also die Rüstung würde ich später nämlich alles zusammen verzaubern. Na, ich lasse es uns erstmal. Auf jeden Fall fangen wir uns noch ein Pferd, das habe ich nämlich in der letzten Folge vergessen. Eins von den weißen Pferden wollten wir jetzt sehen. Das kann ich ja jetzt nochmal schnell machen, weil die Folge ist ja noch nicht so lange. So, und dann können wir uns nämlich mal eins schnappen auf jeden Fall. Vielleicht holen wir uns auch einfach alle weißen Pferde, aber zumindest eins jetzt erstmal. Und anscheinend müssen wir auch erstmal eine Runde pennen gehen, weil schon wieder Nacht ist. Ich finde tatsächlich sieht der Mond in dem Texumpack von mir richtig nice aus. Also ich sehe den zwar selten, aber er sieht nice aus. So, jetzt schnell pennen gehen und dann schnappen wir uns den Sattel und holen uns mal eins von den Pferden. So, da vorne sind die Pferde und ich würde sagen, wir suchen uns einfach mal eins von den Pferdchen aus. Und ich hätte gerne eins, das ganz weiß ist. Und das hier sieht doch schon mal gut aus. Und dann zeige ich euch mal, wie man Pferde zähmt. Das ist eigentlich ziemlich einfach. So, macht ihr einfach Rechtsklick darauf und hofft, dass euch das Pferd nicht abschmeißt. Und wenn es euch abschmeißt, dann setzt ihr euch einfach wieder rauf. Und das macht ihr jetzt so lange, bis Herzchen kommen und ihr das gezähmt habt quasi. So, es dauert immer ein bisschen unterschiedlich, ist wie bei Hunden. Manche brauchen einen Knochen, manche brauchen 50. Und Pferde, es gibt auch Pferde, da hat man sie direkt gezähmt, wenn man sich raufsetzt. Aber das hier ist ein bisschen widerspenstig. Und jetzt kommen die Herzchen, jetzt habe ich es gezähmt. Und fürs Zähmen an sich braucht ihr eigentlich keinen Sattel. Aber wenn ihr es jetzt reiten möchtet, braucht ihr einen. Denn ihr seht schon, ich kann das Ganze hier nicht steuern. Also ich klicke hier und es passiert einfach nichts. So, wenn ich jetzt E drücke, bin ich im Pferdeinventar. Und da kann ich jetzt meinen Sattel halt reinlegen. Und jetzt kann ich es steuern. Und Pferde sind auch sehr unterschiedlich. Die können unterschiedlich viele Leben haben, unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedlich hoch springen. Denn ihr könnt mit denen auch hochspringen, so, wenn ihr die Leertaste gedrückt haltet. Und das ist schon ziemlich cool, aber ich glaube, wir haben hier schon mal ein ganz gutes Pferd erwischt. Also es kommt mir zumindest relativ schnell vor, aber ich bin auch ewig nicht mehr auf Minecraft-Pferden geritten. So, und ich weiß gar nicht, kriegen die auch Schaden? Ja, okay, die kriegen auch Schaden von den Pflanzen. Das wollte ich nur mal austesten. So, und ich würde sagen, wir stellen das jetzt einfach mal hier ins... Komme ich da überhaupt rein? Ich glaube, ich komme da nicht mal rein. Nee, okay, ich komm leider nicht ins Dorf. Denn, wo stellen wir denn das Pferd mal hin? Ich würde sagen, wir lassen das uns erstmal hier und wir werden dann später sowieso nochmal hier so eine Brücke rüberbauen bis nach da. Und dann lassen wir das Pferd sonst erstmal hier so lange stehen. Aber den Sattel nehme ich mal lieber wieder mit. Nicht, dass das Pferd jetzt hier irgendwie stirbt und dann der Sattel weg ist. So. Ja, aber ansonsten wäre es das eigentlich schon von dem Video. Heute wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr mal Hashtag Spinne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.